sehen, könntest du mal aufhören aus dem könntest du mal aus dem Bereitschaftsstatus wieder rausgehen vielleicht? Damit du mich jetzt abballern kannst, oder wie? Nein, doch. Einfach nur damit. Nee, ich bin eigentlich nicht so zynisch. Was damit nichts zu tun hat. Obwohl ich bin zynisch teilweise. Egal. Du bist zynisch mit deinem englischen Humor. Ja, was? Das ist eben der einzige wirklich Humor. Das, der Rest ist Kinderkram. Oh, ich hab sogar noch Plattform. Ich hab irgendwie gerade Lust, hier so einen Fokus zu setzen. Ach du mal. Zwar genau da, wo die Kairos unbedingt hin sollte. So. Soll eine Kairos hin? Da kommt eine Kairos hin. Ja, nein. Umbauen. Nicht in diesem Run. Doch. Nein. Gut, dann setze ich wieder so ein Trinkheitsfeld auf meinen Kopf. Mir scheißegal, ob du das tust oder nicht, weißt du das? Du machst dich damit nur selbst ineffizient. Nein, ich bin sehr effizient damit. Bist du nicht, weil du selbstständig verlangsamt bist. Nee, ich bleib damit länger in der Luft, das macht Sinn. Warte mal. Da kommt mir gerade eine dumme Idee. Oh, jetzt ist es weg. Oh, wie schade. Musst du immer der Spielverderber sein, ey? Nicht immer, aber immer häufiger, wie es aussieht. Mann, jetzt lass mich doch mal kurz ausprobieren. Nee. Meins hab ich so ein scheiß Ding am Kopf. Gib mir von mir. Selber schuld. Meine Krone. Ich bin die Queen hier. Du willst Alter. Nicht die Queen sein. Das kann nicht wahr sein. Nicht auf diesem Kanal. Mit diesen Projekten. Doch, er ist einfach die Queen. D.Queen. Die einzig wahre Queen. Ah, okay, langsam geht's mir ziemlich am Geist. Sag ich doch. Und Raketen. Ja, ich glaub. Vielleicht damit ist hier die Lösung. Puff, Explosion überall. Schnell, da liegen welche am Boden. Ey, das ist wirklich die Lösung für diese Map. Guck mal, wie einfach wir die fertig machen. Jo. Nice. So. Lass mich was ausprobieren, Mann. Was denn? Zeitlimit. Ja, ich hab Zeit. Hast du nicht. Oh, doch. So, und jetzt will ich springen. Ja, ich bleib ganz lange in der Luft. Boah. Wow. Ich kümmere mich dann hauptsächlich mal um die Hüpfer, ne? Jo. Ich baue in der nächsten Phase, das macht jetzt keinen Sinn. Auch wenn ich beeil's, passt das noch alles. Zum Beispiel, wenn du ein bisschen was hier in den Blitzturm noch reinpumpen könntest, wäre das ganz gut. Ne, geht von hier aus nicht. Und so schnell komme ich ja nicht mehr hin. Das waren 13 Sekunden, die du noch hattest, durch ging das. Ja. Wäre wahrscheinlich gegangen, ja. Hast du recht. Also, wirklich. Shit! Okay, die kommen hier quer rüber. Ich bin gerade auf irgendeinem Boot. Ah, Markus, du hast mich. Ich hab jetzt nicht geschossen, ohne Witz jetzt. Ich hab seit Anfang der Runde nicht mehr geschossen. Jetzt schieße ich das erste Mal. Check ich hier fest. Noch Suizid. Jetzt in der Runde, perfekt. Das war gar nicht auf Phoenix, oder? Immer noch nicht. Nein, hab ich nicht. Okay, das ist doof.
Aber doch, die Hüpfer sind jetzt wirklich kein Thema mehr. Alter, die Rex ist voll OP. Was that all? Schade, dass ich die Runde quasi keinen Schaden gemacht habe. Tja. Ja, mit der Rex macht man ewig viel. Doch. Oder hast du gerade viel oder wenig gesagt? Ewig viel. Ewig viel, ja. Ja, aber ich habe halt die Runde kaum Schaden gemacht. Also... Alter, könnt ihr nicht mal... Ah. Eine weiter, danke. Alter, könntet ihr... Ganz ehrlich, ich will nur kurz was bauen. Und ich komme nicht dazu, weil immer Leute in meinem Blickfeld stehen. Da muss nämlich noch ein Block hin, weil ansonsten die Hüpfer darüber kommen. So. Die schaffen das schräg. Die kamen darüber. Ich bin ihnen ja gefolgt gerade. Und hier dann praktisch. Oh, dann können die ziemlich weit springen. Ich hoffe mal, dass die hier nicht rüberkommen, so. Ich fürchte ja fast, die kommen hier rüber. Das war in letzter Runde auch so. Wo ist hier? Blau. Schau mal, ich habe gerade hier zugemacht. Und das war... Simon, du hast mir gerade echt nicht zugehört, oder? Ich habe gesagt... Zugehört schon, nur so gesehen die einzige Möglichkeit ist noch, dass die eventuell noch hier rüberkommen. Oh, ich befürchte fast, die kommen hier noch rüber. Ja, das habe ich gerade gesagt. Ja, ich habe dir nur bestätigt, dass das sehr wahrscheinlich ist. Doch, zugehört habe ich ja. Also nur meine Befürchtung bekräftigen, dass sie tatsächlich darüber kommen werden. Mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit. Ich glaube, eine Kairos wäre hier nicht schlecht, oder? Nein, die wäre wär hier auch nicht gut. So, hier so. Na wohl, am besten noch ein Feuerleiter mit dran. So, hier. So, jetzt ist besser. Warum willst du eigentlich immer eine Kairos hier stehen haben? Kairos OP! Nicht wirklich. Also OP ja, OP keinesfalls. Och. Total OP. Bezweifle ich. Guck mal, was die für eine Range hat. Brutal. Ja. Simon, freie Punkte für dich. Freie Punkte für mich, ja. Wo packe ich meine freien Punkte denn rein? Muss aber die Kairos sein. Raketenturm. Ich kann kurz gucken. Ich guck mal kurz durch, wie die Türme so Schaden gemacht haben. Letzte Welle 90 knapp. Okay. Level 50. Die Gauss hat nur 36k gemacht. Die war die schlechteste von den ganzen Waffen hier. Wir haben gar keine Gauss. Das sah aus. Von der flachen Seite sah es aus wie eine Gauss hier, der. Der Streulaser. Ach so. Wie so eingeklappte Gauss sah das von hier aus. Doch, genau, eine Gauss können wir noch brauchen, ja. So, eigentlich. Ja, jetzt habe ich keine Kohle mehr. Oh ja, dann bau deine Kairos ab. Na, die passt da. Von jedem Turm mindestens eins. Außer von so wirklich richtig beschissenen. Da kriegst du ein paar Almosen. 40, yay. Geil. Bräuchte nur noch 100 oder 200. Howie. Na, nicht ganz. Knapp. Oh Leute. So ein bisschen?
Na, das ist zu viel. Platzier erstmal ein Upgrade da. Ne, geht jetzt nicht mehr. Ich hab zu viel. Nein, du wirst die jetzt verwenden, um eine Gauss zu bauen. Und gut wird sie sein, Gauss. Ja. Da hinten, oder? Nee. Hier, ja. Zwischen Blitzturm und Kairos. Da, wo ich stehe. Ja. Oder auf die andere Seite der Kairos. Das geht natürlich auch. Prinzipiell auf die dunkle Seite der Kairos. Sichtbar, genau. Auf Stufe 1. Guckt euch die Ranger an. Moment. Ja. Na, reicht noch nicht ganz. Auf Stufe 2 wird's reichen. Ja. Einfach die komplette Map. Jo. Mehrfach so. Die komplette Map mittlerweile schon. Hm. Wenn man das jetzt wirklich so quadratisch unterrechnen würde. Jo. So. Okay, ready. Ach, die Runde wieder. Warte, ja, ich muss kurz einen wieder. Schluck trinken. Hey! Markus? Ich weiß, du trinkst gerade, ich weiß nicht, ob du zuhörst. Ja. Du bist jetzt offiziell der Einzige, der effektiv gegen die Wackelköpfe vorgehen kann. Ist der? Ja, vorausgesetzt, wir müssten, ansonsten müssen wir wieder mit der Schrotnarre ran, das ist auch ein bisschen kompliziert. Oh, oder welche Zweitwaffe hast du? Ich hab immer noch meine Tesla. Okay. Okay, dann bin ich jetzt der Einzige, der nicht mehr effektiv ist. Damit kann ich leben. Ja, dann musst du jetzt die Schwemme machen. Okay. Ich bin auch nicht mehr wirklich effektiv. Ich war's nicht. Du wirst trotzdem Corby die Schwemme überlassen. Ich mach beides ein bisschen. Okay, ich hier hinstellen. Okay. Hier, Schwammi. Ach komm, solange die nämlich kommen, kann ich auch hier erstmal meine... Wow. Und Lenkraketen zu euch feuern, so. Ah, die treffen sogar. Oh Gott, ja, die Wackelköpfe sind ein großes Problem. Ja, die Rhinos aber auch. Die Rhinos, die hat man schnell tot. Trotzdem am Kern. Ja, die Schwämme. Oh Gott, wie das ekel macht. Oh snap! Auf jeden Fall geht doch eigentlich alles halbwegs. Bis auf die Ragdolls, die gehen gar nicht. Benutzt nur noch den Raketenwerfer. Der Kern hat nur noch 500 Leben. Läuft der gut. Das ging schnell. Ja, das sind die Wackelköpfe. Wir brauchen da jemanden, der die macht. Ich meine, ich habe mir Mühe gegeben. Ach, Stufe 21 schon, ja. Mir fehlen ja zum Glück nur noch, lass mal nachdenken, 2000 Punkte. Ich habe eine provisorische Kanone bekommen, okay. Bist du auch schon Stufe 21, Markus?
Ich weiß nicht, wie kann ich das nochmal sehen? Hey, ich habe aber am meisten Schaden gemacht. Ach ne, jetzt bin ich wieder im Hauptmenü. Ich habe am meisten Schaden gemacht. Nee, oder? Doch, ich habe am meisten Schaden gemacht. Unfassbar, Runde. Okay. Jo, Markus hat's rausgeschmissen anscheinend. Ja, nee, ich bin gegangen. Warum? Also. Puh. Habt die meisten Volltreffer gelandet? Ja. Also, Sweet mit Schrotflinte und Dings ist, es ist eine super Kombination für mich. Jo. Ich bin auch noch keine 21. Ah. Ja, versuch's mal, vielleicht bringt das Neugier ein bisschen was. Neugier, ah, okay. Welche Uhrzeit haben wir gerade? Nochmal probieren. Nochmal probieren, ja. 1 Uhr haben wir jetzt. Oh, schon. Alter. Und deswegen ist kurz Pause machen. Ich wollte jetzt zum Glück nichts mehr tun. Passt gerade meine Zeit nicht. Ich sag Bescheid, wenn ich unterbreche, dann kann ich kurz Pause machen. Okay. Dein Ernst? Ich kann da. Lass halt jetzt schnell machen. Willst du schon zusammenschneiden können, ja? Ich will es aber nicht zusammenschneiden, weil ich dann überhaupt erst schneiden müsste. So, was bist du? G2 Begleiter, aha. Schießt ein Sägeblatt, welches in Gegner eindringt und Schaden auf Zeit verursacht. Klingt gut. Ich bin jetzt trotzdem mal kurz weg. Kannst du dich nicht noch 3 Minuten gedulden? Sowas aber auch. Gut, jetzt ist die Frage, was schmeiß ich raus? Was ist provisorisch genug gut? Kann kritische Treffer verursachen. Kann aber genauso gut temporär ausfallen. Ein guter Merzweckturm. Oh, toll. Was zur Hölle soll ich damit anfangen? Keine Ahnung. Aber, ganz ehrlich, ich weiß echt noch nicht, wie ich Sweet in dem Fall am besten spiele. Ich meine, ich habe jetzt wirklich am meisten Schaden gemacht. Mhm. Weil, ganz ehrlich, taktische Gegenübersteuerung mit den Lenkraketen ist für mich super. Ich weiß halt nur echt nicht, was ich als zweite Waffe nehmen will. Weil ich meine, die Schrotflinte wird es langsamer, also wird runtergestuft von der Geschwindigkeit her. Und der Munition her. Macht aber dafür mehr Schaden, ne? Naja. Was gar nicht so schlecht ist, aber da muss man halt wirklich genau treffen dann. Dass wir Wackelköpfen, was doof ist. Aber in den verlangsamten Feldern hat das super Schaden gemacht. Gut, ich mein, das wohl. Ich hab einfach mal so einen Zombie runtergepappt, hab dem mit der Schrotflinte einen verstärkten Headshot gegeben, der war halb down. Ich glaube, ich schmeiß einen Blitzturm raus für die provisorische Kanone. Hab ich eh nicht wirklich eingesetzt in der Zeit. Ja, hat auch recht wenig Schaden gemacht, wenn wir ehrlich sind. Jo. So. Weil das Scharfschützengewehr hat sogar die selbe Feuerrate wie das wie die Schrot. Bin aber irgendwie der Meinung, dass das Scharfschützengewehr am Ende mehr schießt, oder? Keine Ahnung. Na du? Ich wollte gerade sagen, was hüpft da rum? Das ist mein G2-Companion, der mir wohl irgendwie im Kampf helfen soll. Alter Cheater, nur weil du schon Level 21 bist. Was steht denn da drauf? Bleib mal stehen. Ach, das ist auch wieder bekritzelt, ne? Ja. Sweet! Nicht mit den Verstärkungen bin zufrieden. Taktische Gegenüberstellung. Stabiler Kern. Nehme ich Synergie raus oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Ich würde mich ansonsten Synergie sehr gerne rausnehmen, um mir selbst Phoenix reinzupacken.
Ja, dann pack's halt raus, weil ich glaube, so oft wie wir sterben, rechnen sich Phönix tatsächlich. Ja. Und dann können wir einfach auch mehr sterben. Eben. Dann muss ich nicht so mehr ausweichen, da kann ich auch ein bisschen weniger zaghaft spielen. Weil, kann es sein, dass Sweet am drittwenigsten Leben hat? Ja, also die, abgesehen Hagen, von Hagen, Sky, Sweet, Simo. Abgesehen von Hagen haben alle genau gleich viel Leben, meine ich. Nee, Simo hat weniger Leben. Ja? Ja, als Sniper. Also der Zeigen hat 150. Kurz Moment, ja, dann nehme ich jetzt hier, wie sah der Phoenix nochmal aus? Keine Ahnung. Klar, ich nehme ihn zurück. Also. Ja, Markus, dann mach du mal, wie du meinst, dass es günstig wäre. Kannst du einfach mal sagen, wie viel Leben ich gleich habe im Moment? Ich habe ja meine Pause nicht gekriegt, ich kann nicht denken. Ach, ich dachte, du warst schon weg, okay. Ja, ich war nur kurz am Klo. Dann... Das ist keine Pause. Machen wir jetzt Pause. Hey, den habe ich bemalt. Den hast du gemalt, ja. Warte. Press F to change behavior. Ich darf dein Behavior... Ich darf was ändern von dir, ne? Okay, dann bin ich eine rauchen. Jo, dann Pause.